In den Wochen und Monaten der Vorbereitung auf meinen ersten Marathon durchlebte ich eine sehr intensive Trainingszeit, die durch Rückschläge und Ermüdung geprägt wurde. Dazu muss man wissen, ich trainierte mit einem sehr quäligen Mann zusammen, der nicht nur Energie für 10 hatte, sondern auch sein ganzes Vertrauen auf Gott legte, weniger auf die Trainingskilometer. So musste ich das Training irgendwie modifizieren. Trotzdem war ich der Überzeugung, den Marathon problemlos zu schaffen. Während des Wettkampfes bei Kilometer 30 kam dann aber die Ernüchterung. Ich konnte nicht mehr. In diesem Moment kam ein Zuschauer vom Rand und lief neben mir her. Er in Jeans und Pulli und er ermutigte mich weiterzulaufen. Ich sagte zu ihm, ich kann nicht mehr. Meine Kraft ist am Ende. Doch er meinte, let's go, you can do it. Let's keep running together. Bei meinen schlechten Englischkenntnissen und der eintretenden Müdigkeit musste ich erstmal überlegen. Was will der Fremde da von mir? Dann wurde mir klar, er in Jeans bei über 20 Grad will mich begleiten. Ohne Turnschuhe, einfach so. Was für eine Ermutigung einerseits und doch auch Beschämung für mich. Klar hatte ich im Vorfeld Gott gebeten, er möge mir die Kraft und die Ausdauer schenken, die ich brauche. Doch von Beginn an vertraute ich eher meiner eigenen körperlichen Stärke, statt mit Gott in den Wettkampf zu gehen. Die Aussage dieses Mannes erinnerte mich daran, wie groß Gott ist und welche Zusage wir von ihm erhalten. Er gibt dem Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Quasi ein Let's go, you can do it, let's keep running together. Wie der Mann es sagte, du kannst es, lass uns zusammen laufen. Gott hält seine Zusage zu uns, auch wenn die Kraft am Ende ist. Er läuft mit uns und er lässt uns nicht alleine. Er motiviert uns nicht aufzugeben. Gott mag mir an dieser Stelle nicht höchstpersönlich Kraft und Energie geschenkt haben, doch durch diesen völlig fremden Mann, der einfach so mit mir ein Stückchen lief, schickte er Stärke. Ich in meinem Zustand der Schwäche, und da war jemand, der mich aufgebaut hat und mir zur Seite stand, jemand, der mich unterstützte und mit mir ein Stückchen des Weges lief. Es ist so schön und ermutigend zu wissen, dass Gott immer da ist und uns ausrüstet mit neuer Kraft und Energie, wenn unsere Kräfte schwinden. Seine Kraft ist nicht begrenzt oder limitiert. Allerdings heißt das auch nicht, dass Gott wie ein Energieriegel beim Marathon funktioniert. Man betet kurz und dann ist man wieder voll bei Kraft. Er ist aber dann da, wenn wir ihn brauchen. Vielleicht nicht sofort erkennbar. Zugegeben, der Mann, der mich begleitete, war in dem Moment des Marathons einfach ein netter Typ, der da war und mich unterstützte. Doch im Nachhinein, mit dem Blick des Abstandes, wird mir klar, er war in diesem Moment nur für mich da. Er hat mich angesprochen, um mir Kraft zu schenken. In der jetzigen Zeit erlebe ich viele Männer mit Jeans, die ein Stückchen mit Fremden laufen. Da sind die Einkäufer der Gemeinde, der Mann, der dem Hausarzt Mundschutz schenkt, Sorgentelefone der Gemeinden und der Wohlfahrtsverbände, Landfrauen, die Mundschutz nähen und so vieles mehr. Es gibt eine Menge kreativer Projekte in der jetzigen Zeit der wenigen Kontakte. Sie alle sind die Männer in Jeans, die mit uns ein Stückchen den Marathon laufen und uns Kraft, Zuversicht und Energie schenken. Lassen wir es zu, nehmen wir die Hilfe der Fremden gerne an und werden wir ebenfalls zu Begleitern. Ich danke Gott für jede gute Idee, die hilft, das Leid, das viele Menschen gerade trifft, zu lindern. Lasst uns noch kreativer werden.